Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Frau Kappert-Gonter hat die heutige Aktuelle Stunde eingebracht, federführend eingebracht, mit dem Titel Pflege aufwerten, Notstand verhindern, in großen roten Buchstaben, die kann man so richtig blinken vor sich sehen. Und ich denke, Herr Bentsch hat gerade schon Zwischenrufe gemacht, Herr Bentsch, dass es der Pflege schlecht geht, dass der Notstand droht, das wissen wir eigentlich schon, oder? Das ist nicht beides, beides, ganz individuell. Dass es der Pflege schlecht geht, würde ich sagen, kann man nicht bestreiten. Da kann man sich jetzt fragen, was soll diese aktuelle Stunde? Und manche sagen, jo, alles nur Wahlkampftheater, weil Bundestagswahl, Frau Kappert-Gonter will in den Bundestag. Naja, kann man sagen, lass mich doch ausreden, kann man sagen, aber ich sage auf der anderen Seite auch, das ist mir eigentlich ziemlich schnurzpieps egal, weil ich kann einfach nur sagen, der Pflege geht es so schlecht, dass man gar nicht genug über Pflege reden kann. Aktuelles Beispiel, die Arbeitnehmerkammer hat gerade eine Studie rausgebracht, in der festgestellt wurde, dass, ich muss genau hingucken, 75,9% der Pflegen und Altenheime und 75,9% der Menschen in den Krankenhäusern und 68,1% in den Pflege- und Altenheimen führen sozusagen das Stressbarometer in Bremen an. Wir haben einen weiteren Befund, dass die Betriebskrankenkassen, also der Bundesverband der Betriebskrankenkassen, in seinem Gesundheitsreport 2016 festgestellt hat, dass 40,5% der Beschäftigten in der Altenpflege von Burnout-Syndromen betroffen sind. 8% dieser 40,5% nehmen sogar regelmäßig Antidepressiva, um ihren Arbeitsalltag überhaupt bewältigen zu können. Diese beiden aktuellen Befunde von Studien, die sagen einfach aus der Pflege, ja, der Pflege geht es wirklich schlecht. Was soll man tun? Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel rumgedoktert an dem System und das Rumdoktern hat bisher nicht viel geholfen. Von daher glaube ich, wir wollen und wir müssen endlich grundlegende Veränderungen im gesamten Gesundheitssystem durchführen, damit wir das überhaupt noch auf die Reihe kriegen. Wir wollen, und das sagen wir als Linke natürlich durchaus ähnlich wie Frau Kappert-Gonter, wir wollen ein solidarisches, wir wollen ein gerechtes und ein barrierefreies Gesundheitssystem, in dem die Versorgung der Patienten und Patientinnen im Mittelpunkt steht und nicht betriebswirtschaftliche Faktoren. Und das ist momentan das Problem. Gesundheit ist zu einem Markt verkommen, in dem leider die Profite oft mehr zählen als die Menschen. Und da können die Kollegen und Kolleginnen in der Pflege noch so dagegen anarbeiten. Das klappt einfach nicht. Wir haben eine Situation, dass die Bedürfnisse der Patienten und der Patientinnen nicht mehr im Fokus im Gesundheitswesen liegen, sondern es sind andere Ziele, die da verfolgt werden. Und ich glaube, wir müssen einsehen, dass es nicht so weitergeht, dass wir immer weiter privatisieren und glauben, dass wir damit irgendwas heilen in den Altenheimen oder auch in den Krankenhäusern. Wir müssen feststellen oder wir sollten darauf hinarbeiten, das Gesundheitssystem ist Teil des Sozialstaats, der öffentlich organisiert und vor allen Dingen auch kontrolliert werden muss. Wir wollen Krankenhäuser, und das bin ich auch Frau Kappert-Gonter auch dankbar, dass sie zumindest in ihrer Presseerklärung noch mal klargestellt hat, dass sie sowohl die Altenpflege wie auch die Pflege in den anderen Bereichen meint. Wir wollen, dass Krankenhäuser und Altenpflegeheime bedarfsgerecht finanziert werden und so den Personalmangel bekämpfen. Unser Ziel als Linke heißt damit natürlich ganz, ganz deutlich gute Pflege für alle statt Pflegenotstand. Gut, das war jetzt sozusagen der Wahlkampfteil, sage ich mal, der auch wichtig ist. Aber jetzt, ich hole jetzt mal die Brille raus, aber was aber tun gegen den Pflegenotstand? Das ist ja nicht so einfach. Wir als Linke sagen, erstens, wir brauchen eine gesetzliche Personalbemessung im Altenpflegebereich wie im Krankenhaus.
In der Vergangenheit wurde der Pflegenotstand immer nach so einem finanziellen Gießkannenprinzip bekämpft. Das heißt, man hat entsprechend der aktuellen Haushaltslage mal geguckt, okay, Haushaltslage, wie viele Stellen ergeben das, und dann hat man einige tausend Pflegekräfte auf die Häuser und Heime gleichmäßig verteilt. Dann sind da mal 2 oder 3 Stellen mehr pro Krankenhaus angekommen, manchmal auch gar nichts. Pflegepersonalbemessung, wie wir sie jetzt fordern, wie die Grünen sie fordern, wie die Linken sie fordern, Pflegepersonalbemessung hingegen bedeutet aber, dass die medizinischen und humanitären Bedürfnisse der Patientinnen die entscheidende Stellgröße für Personal und medizinischen Bedarf sind. Und das ist der Unterschied. Und das ist interessant, Gesundheitsminister Seehofer hat 1977 zumindest in den Krankenhäusern eine solche Pflegepersonalregelung, PPA genannt, eingeführt und auch gleich wieder abgeschafft, weil sie hätten zu viele Stellen in der Pflege ergeben, die man dann nicht wusste, wie man sie finanzieren sollte. Es gab ein System, diese PPA, und die gilt heute nicht mehr, aber zu Kalkulationszwecken kann ich Ihnen sagen, in den meisten Krankenhäusern rechnet man dann also PPR-Werte minus 30%. Dann ist man beim heutigen Personalschlüssel. So. Pflegepersonalbemessung setzt, wenn man das umsetzen will, setzt einen Stationsstamm, also sowas wie eine durchschnittliche Belegung von Pflegekräften voraus und erfordert einen großen Springerpool mit besserer Vergütung, der dann die jeweiligen auf Station auftretenden aktuellen Bedürfnisse von Patienten und Patienten, weil die wechseln ja, die haben dann unterschiedliche Krankheiten, dass man die befriedigen kann. Solche Systeme gibt es. Pflegewissenschaften haben sowas ausgearbeitet. Man könnte es anwenden, wenn man wollte. Pflegepersonalbemessung, das haben wir aus Berlin bei der Charité gelernt, funktioniert aber auch nur dann, wenn Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. Also man muss sich gesetzlich ausdenken, was passiert denn, wenn ein Träger oder auch die öffentliche Hand sozusagen nicht das entsprechende Personal, was eigentlich nach Personalbemessung auf der Station oder in den Altenheimen sein müsste, wenn sie die nicht stellen. Was passiert dann? Da muss man eine Antwort drauf finden. Ich habe da auch noch keine endgültige, da müssen wir weiter drum kämpfen. Die Umwandlung des Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds, wie die Grünen es fordern, würden wir als Linke auch unterstützen, weil wir sagen, das ist zumindest eine Übergangslösung, mit der man etwa 38.000 Stellen in der Altenpflege schaffen könnte. Das ist ein Weg. Bei alledem sage ich jetzt nochmal, wer den Pflegenotstand bekämpfen will, der muss die Pflegeberufe aufwerten. Anders wird es nicht gehen, weil wir finden niemanden in der Pflege mehr. Und diese Aufwertung, meine Damen und Herren, die Aufwertung muss erfolgen durch erstens eine bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und durch mehr Personal. Und ich sage auch ganz deutlich, wenn die Politik nach dem Wahltag nicht in die Pötte kommt, dann werden die Beschäftigten einen gewerkschaftlichen Kampf um tarifliche Personalbemessung führen, das heißt sozusagen im Häuserkampf Krankenhaus für Krankenhaus und Altenheim für Altenheim. Es muss einfach klar sein, unsere Forderung, keine Nacht alleine, Frau Kappert-Gonter hat das erwähnt, Personalbemessung jetzt, mehr von uns ist besser für alle. Der Slogan der Charité in Berlin wird uns gemeinsam zum Kampf führen. Ich weiß, lassen Sie mich noch zwei Merkpunkte, die ich wichtig finde. Bessere Bezahlung heißt aber nicht immer ausschließlich mehr Gehalt. Bessere Bezahlung könnte auch bedeuten, mehr Mitbestimmung auf Station und Betrieb, geregelte verlässliche Dienstplangestaltung, also Lebensplanung, Gesundheitsfürsorge über Betriebssport, Studios, Recht auf Fort- und Weiterbildung, tatsächliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Recht auf Arbeitszeitgestaltung und gesichertes Einsteigen und Ausstiegen und Wechsel von Teil- und Vollzeit und umgekehrt. Das sind alles Sachen, die kosten zwar Geld, aber die bedeuten nicht immer mehr Gehalt, sondern sie bedeuten einfach Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen der Pflegenden zu verbessern, damit Menschen in die Pflege zurückkommen, damit sie die Ausbildung gehen. Zuletzt, wer soll das bezahlen? Das ist immer die große Frage. Wir sind auch da der Meinung, es ist ökonomisch
weder sinnvoll noch zeitgemäß, dass man sich einen ganzen Dschungel von Krankenkassen, privaten Krankenkassen, Betriebskrankenkassen leistet, die auch noch teilweise gegeneinander arbeiten und nicht miteinander für die Patienten. Wir brauchen, und da sind wir uns, muss man so sagen, als Linke auch mit den Grünen einig, wir brauchen eine Kasse, in die alle einzahlen, und zwar mit allen Einkommensarten. Das brauchen wir. Solidarische Bürgerversicherung nennt ihr das, wir nennen das solidarische Gesundheitsgesetze. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und es kann dabei nicht angehen, dass Gewinne aus Vermietungen, dass Gewinne aus Aktiengeschäften, Gewinne aus Unternehmen nicht zur Finanzierung des Gesundheitswesens herangezogen werden. Und es kann auch nicht sein, dass Selbstständige und Beamte nicht in diese eine Versicherung einzahlen. Das müssen wir ändern. Eine Versicherung für alle. So. Und zum Ende sage ich noch mal ganz, ganz klar, das sollte man sich auch immer vor Augen halten. Gesundheit ist auch immer eine Frage von Gerechtigkeit, von sozialer Gerechtigkeit. Weil die Besserverdienenden, die Reichen in dieser Gesellschaft werden mit ihrem Geld für sich und ihre Angehörigen immer eine gute Gesundheitsversorgung organisiert bekommen. Die zeitweise arbeitslose, alleinerziehende Mutter in Gröbeling oder Lüssum wird aller Statistik nach heute 2 Jahre früher sterben als die in Schwachhausen. Danke.